Freunde, was geht? Und herzlich willkommen zum Rewards Day. Okay. Gar nicht gestört oder so. Ja, moin. Cam, noch einmal hier kurz anschmeißen. Ja, super, dass das leicht am Ruppeln ist. Freunde, was geht? Gucken wir mal, was es jetzt für Rewards gibt. Also ich war Division 2. Gut, das hat sich nichts verändert. Also wird wahrscheinlich erst zum nächsten Mal neue Rewards, ne? Okay. Also, ich bin Division 2, habe Rang 2 geschafft, werde die Megasets mitnehmen, in der Hoffnung, dass die besser sind als die 50k-Sets, weil die können gar nichts mehr. Untradable lohnt sich nicht, gerade weil ich auf Packler koffe. So, 3 Megasets und ein Jumbo Premium Gold Pack, also. Keine Ahnung. The Champions Awards. Gold 1 mal wieder. Das ist, glaube ich, mittlerweile dritte, vierte Mal in Folge. Keine Ahnung. Ja, 200k-Sets, 50k-Sets, 2 Spielerwahlobjekte. Also vor dem aktuellen Team of the Week kann ich eigentlich keinen gebrauchen. Ich könnte mit Werner könnte ich was anfangen mit dem 87er. Den könnte ich eventuell in mein Team einbauen. Und könnte dann auch Reus wieder spielen, aber schwieriger Hase. Ober wäre natürlich ein heftiger Super-Sub. Aber schauen wir mal. Abwarten. Erstes Set. Ja. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Kappa. Und ich. Einfach ziehen. Ey, Gnabry ist nice. Gnabry ist nice. Nehme ich mit. 84er Gnabry. Nehme ich mit. Könnte man definitiv mal Super Sub spielen. Und der wird auch. Ich bin mir zu 99% sicher, dass der besser sein wird als Philippe Anderson. Weil ich kann Philippe Anderson kann ich nicht mehr sehen. Mein Team ist jetzt auch anders. Weil dieser Philippe Anderson einfach nur mega scheiße ist. Aber Gnabry nehme ich mit. Gnabry nehme ich mit, ist ein cooler Super Sub. 83, 84 ist okay. Beschweren will ich nicht und werde ich mich darüber auch nicht. Nimm mal mit. 3 Megasets, 200k Sets. Fang an mit der 3. Abfahrt. Wäre halt cool, was zu ziehen, was Coins bringt. Ne? Erstes Set ist schon mal keine Walkout. Keine Wand. Aber das ist 82 Rated Talisman. Zweites Megaset. Komm, heute gönnen wir EA. Also schlechter als letzte Woche kann es nicht sein. Da habe ich keinen einzigen Walkout gezogen. Zweites gönnt auch noch nicht. Aber eine Wand, 83 plus, nehme ich mit. Carvalho, Patricio. 83er nimmt man mit. Letztes Megaset. Kapi. Bring mir keinen Luck. Aber nochmal 83 plus. Savage, diese Flagge kann ich auch nicht mehr sehen. Ne? Also wie gesagt, letzte Woche war mit der beschissenste Rewards Day, weil Player Picks waren scheiße und ich hatte keinen einzigen Walkout. So. 200k-Sets haben wir jetzt, also yay. Wenn du ein Herz hast für deine Spieler. Ich meine, du hast die Division Rivals Rewards angepasst, jetzt hast du auch eventuell das Packwerk angepasst. Großes Kappa. Komm. Gönn einfach 2 Walkouts auf 200k-Sets, okay? Erstes hat schon mal wieder gegönnt. Ich will mir echt sagen, ich ziehe back-to-back keinen einzigen Walkout aus meinen Rewards. Ich hoffe nicht. So, komm. Walkout. Danke. So. Mit Eichern ist alles wieder gut. Oh, Inform-Walkout. Oh, Valeri, warum? Warum so ein scheiß Inform? Der ist nichts wert. Gar nichts. 85er Inform-Walkout. Ja, supi. Yippie. Bringt mir absolut gar nichts. Oh Mann! Außer dahinter ist jetzt ein Ronaldo-Kappa oder ein Poggi. Ja, Benatia, Alisson, Silver. Also vor ein paar Wochen wäre die noch ein bisschen mehr wert gewesen, aber ich glaube Benatia ist so bei 15-20k. Der ist sogar gestiegen, den können wir als Invest behalten. Alisson behalten wir auch als Invest für Fitness und Team of the Group Stage. Bernardo Silva, 84er.
Ist auch okay. Ja, und auch Valeri werden wir behalten. Also ist vielleicht sogar gar nicht mal so beschissen, dass wir den gezogen haben. 30k. Aber es ist halt schon wieder. Aber Rewards haben schon echt nicht reingeknallt, ne? Echt nicht reingeknallt. Das ist belastender Hase. 83er am Start. Finde ich auch wieder nice, aber. Also Rewards laufen ja momentan so gar nicht mehr. Ja. Und damit sage ich heute rein.